Ja, liebe Leute, es geht dem Ende zu. Traurig aber wahr, dafür haben wir jetzt gegen Saisonende noch so eine richtige Top-Partie. Drei Spiele sind es insgesamt noch: Bastia, Marseille und der FC Sochaux. Das heißt, Bastia, Tabellen 18. Da Derby, da wollen und müssen wir gewinnen. Und dann Marseille, müssen wir schauen, dass wir einfach, müssen wir hoffen können, dass wir da irgendwie nach vielleicht einen Punkt stehlen können und dann gegen den FC Sochaux noch zu Hause einen angenehmen Saisonabschluss feiern. So zumindest die Theorie, so zumindest wäre mein Plan. Jetzt werden wir mal schauen, wie es so läuft. SC Bastia ist natürlich sicherlich gegen uns motiviert ohne Ende, auch wenn sie momentan nicht so gut drauf sind. Also die werden es uns bestimmt nicht leicht machen. Und wir werden es jetzt einfach auf uns zukommen lassen. Schauen, wie es läuft. Cardona steigt wieder voll ins Training ein. Vielleicht eine Möglichkeit für die Ersatzbank, zumindest in Zukunft. Für die Partie wird es noch zu früh sein. Aber dadurch, dass ja Rossi verletzt ist, wäre es nicht schlecht, wenn wir vielleicht noch einen Stürmer auf der Bank hätten. Inocencio verbessert sich weiter und ist eben erst 20. Und Cissé macht sich sehr, sehr gut. Junges Talent, 17 Jahre. Ja, da kommt der nächste. Basile Kern 2.0, würde ich fast sagen. Sehr, sehr stark. Ja. Das Ding könnte schon was werden. Sonntag Marseille auswärts. Gut. Machen wir mal Bastia zuerst. Fitnesstest 60 Minuten, Rogulic maximal 45. Das Risiko gehe ich auf jeden Fall nicht ein, wobei Kolo was gesperrt ist. Ich denke gerade ernsthaft, Euler das erste Spiel zu geben. Das Zeug hätte er. Ich glaube, ich werfe den ins kalte Wasser. Er lernt gerade zurückgezogener Spielmacher. Ja. Aber was sind meine Alternativen? Joshua, dem ich nicht ganz zufrieden bin. Segura zurückziehen, was nicht hundertprozentig, auch nicht hundertprozentig von der Position her passt. Nein. James Steen wäre auch noch eine Möglichkeit, aber der ist halt eher defensiv. Also machen wir es so. Mitnehmen werde ich Sarmiento, den habe ich. Oder Cardona. Nehmen wir Sarmiento mal mit. Vielleicht bekommt er mal ein bisschen Einsatzzeit. Herr Euler, fehlt es an Spielpraxis und an einer Trikotnummer. Hätte gern die 8, bekommt aber die 19. Die 8 muss er sich verdienen. Derby Time. Sieg wäre so wichtig. Gerade jetzt noch gegen Ende. Ich muss nach der Partie mal schauen, was so tabellenmäßig jetzt eigentlich noch möglich wäre bei uns. Auf den Rasen mit euch und zeigt der Welt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja, Tribüne ist gut gefüllt. Das Stadion wird voll sein. Und der SC Bastia aktuell ja total im Abstiegskampf, Platz 18. Keine Ahnung, ob es die noch schaffen können überhaupt. Aber die werden motiviert sein. Und die starten gleich gefährlich. Stark von Segura. Euler, das war nett gemeint. Ich glaube, das war eher ein Klärungsversuch und kein versuchter Pass. Inocencio. Spielen die gleiche Formation wie wir. Und bisher wirken sie ordentlich dominant. Hier ist der Auswärtssektor, gut zu wissen. Zweite Halbzeit dann für den Torjubel dahin.
Ja, die beginnen schon gefährlich. Ich fordere da gleich mal mehr von den Jungs. Segura mit dem Versuch und Heilen war im Abseits. Da wollte im Torwart die Sicht verstellt, nehme ich an. Kurz was schauen, wie stark ist Euler defensiv? Tackling 6, okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich den zurückziehe statt Free Cash. Aber das wird eher nichts. Stark. Oh. Traumpass von Segura. Aber anscheinend gerade den Ticken zu spät. Champagne verliert den Zweikampf wieder. Sakho macht da ordentlich Dampf. Wie wir den Ball auch einfach nicht wegbekommen. Okay, ich ziehe jetzt Free Cash mal vor. Oh, leer auch Box to Box. Wir brauchen da vorne ein paar Anspielstationen mehr, sonst werden wir es nicht wirklich schaffen, dazu für Torchancen zu sorgen. Aber cool, dass Euler Box to Box kann, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Da wieder viel zu leichter Ballverlust. Auch stark zurückerkämpft. Gute Einzelaktion von Evans. Ach so, ich habe diese Spieler also über den Flügel noch immer drin. Das muss ich auch endlich raustun. Die sollen durchaus auch über die Mitte spielen. Jetzt gibt es die Ecke. Euler. Nächste Ecke. Gut unter Druck gesetzt von Evans, wie er rennt mit dem Ball ins Out. Ballbesitz für uns. Bis Narey mit der Hand einwerfen durfte und trotzdem zum Gegner wirft. Ich möchte mal was probieren, weil ich es auch bei bei Mallorca Let's Play habe, beide Flügelverteidiger auf automatisch. Und Narey wird die gelbe kriegen. Schnell abgespielt. Geklärt. Evans Riesenchance zum Konter. Aber verliert gegen zwei den Ball. Ah, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Was wollte ich gerade?
Das heißt gerade voll. Genau, Nare. Vorsichtig im Zweikampf. So, machen wir weiter. Keine einfache Partie. Super gemacht. Er kriegt den Ball wieder nicht in die Mitte. Nächste Ecke. Ich denke mir gerade, wieso macht Halen den Eckball? Der mit Abstand kopfballstärkste Spieler von uns. Und dann macht er sowas. Das ist echt grandios. Alter, ernsthaft, was wollt ihr damit bezwecken? Also was halt wirklich fehlt, ist bei uns der vorgeschobene Spielmacher. Also Rogulic war wahnsinnig wichtig für die Mannschaft. Und das Kolo, was gleichzeitig ausfällt, ist halt echt bitter. Ich bin alles andere als zufrieden. Ich überlege gerade, ob ich ihn hier bringen soll. Aber ich lasse es, glaube ich, noch. Ja. Machen wir weiter. Spielaufbau mit kurzen Pässen, ja. Wo ist Arjen Pong schon wieder unterwegs? Ich versuche es jetzt mal mit Ball halten und geduldig spielen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, sonst kriegen wir das überhaupt nicht mehr auf die Reihe hier. Weil wir es auch echt nicht schaffen, im Ballbesitz zu bleiben. Das ist echt unfassbar. Es wird auch so oft der Ball einfach nach vorgeschlagen, obwohl ich gesagt habe, Spielaufbau mit kurzen Pässen. Also das wird da komplett ignoriert. Evans ist auch schon deprimiert, der will sich auch die Bälle schon von hinten holen. Ich glaube, mir reicht es jetzt, ich steig aufs 4-4-2 um. Sonst sehe ich da hier schwarz. Kann Euler rechts spielen? Nee. Segura kann es theoretisch. Das ist auch nicht optimal. Ja, hilft nichts. Achso, falsche Seite. Evans mit dem Foul. Keine gelbe. Jetzt die Wechsel.
Das ist nicht mein Spiel heute. Innocencia. Hat er gut gelöst. Afrikash hat im Moment übersehen, rauspassen zu können. Wieder hat jeder rechts, links außen das Hinterlaufen übersehen. Evans trifft wieder den Pfosten, wie schon in der letzten Partie. Heftiges Tackle. Narey stellt sich da echt doof an. Gut geklärt. Evans macht es stark. Pass auf Joshua. Wir kommen wieder zu guten Chancen. Also ich glaube, die taktische Umstellung war mal kein Fehler. Aber jetzt hätten wir echt schon zwei Tore machen müssen. Narey, was macht er schon wieder? Sorry, aber... Der spielt wieder einen Scheiß zusammen. Ich fand, das war letzte Partie schon so schlimm bei ihm. Dieses Mal wieder. Wollte gerade schauen, ob Bettinelli eigentlich mitspielen in der Torwart spielen kann. Free Cash, gefährliche Freistoßposition. Vorne bleibt niemand bei uns. Alles okay. Nichts passiert. Pässe einfach den Ticken zu ungenau. Jetzt mal Freistoßposition für uns, eine ganz gute. Gelbe Karte. So, jetzt nachsetzen. Macht er den Fehler? Nee. Ganz souverän auf Klischee und Konterchance. Augustin ganz allein. Kommt er da trotzdem durch? Das ist echt spannend. Da hatten wir echt kurz unsere beste Phase. Jetzt ist das wieder ein bisschen verflogen. Schauen wir mal, ob sich jetzt was tut. Evans. Auch wieder viel zu einfach den Ball verschenkt hier. Joshua kann ja mittlerweile halbwegs falsche 9 spielen. Zumindest. Nee, kann er doch nicht. Forget it. Hab gehofft, nachdem er schon relativ lange es trainiert hat.
gerade echt so angespannt. Segura, Basilika. Ist da ziemlich alleine. Samiento kommt mit. Aschimpong, Shashua, Evans. Trifft ihn nicht richtig. 3 Minuten Nachspielzeit. Evans trifft. Was ist das? Rekord ausgebaut. 91. Minute. Ach du Kacke. Was soll ich da sagen? Unfassbar. Also wir gehen jetzt auf Verteidigen, Zeitspiel. Ball haben wir nur noch raus. Verteidiger auf wirklich verteidigen. Jetzt versuchen wir das irgendwie dicht zu machen und über die Zeit zu kriegen. Alter Schwede. Segura auf rechts gegen Clichy und dann Evans. Und der macht es aber so clever. Evans. Hammer. Ich hätte gerne ein Ajaxo-Trikot mit Evans hinten drauf. Das wäre so cool. Also falls jemand von euch eine Druckerei zu Hause hat oder so. Geil. Echt grandios. Segura hat ihn. Schade. Okay, das bringt uns Zeit. Halbe Minute noch zu überstehen. Bin ich jetzt fertig? Tief durchatmen, leidenschaftlich, sehr schöner Sieg. Gewinnen wir im Derby auch noch. 14 zu 11 Schüsse. Ein paar gute Chancen haben uns schlussendlich gereicht. Wahnsinn. Damit bleiben wir vorne eigentlich mit dabei, kann man echt sagen. Richtig heftig. Oh. Das ist grandios. Jetzt haben wir tatsächlich mit dem Abstieg nichts zu tun. Jetzt haben wir noch zwei Partien zu überstehen. Euler mit seinem Debüt. Jetzt bin ich noch auf die Nachanalyse gespannt. Die jetzt in Kürze kommen müsste. Da haben wir sie in der Reihe gesperrt. Die Nachanalyse, bester Spieler Euler, ja. Dafür war Helen souverän. Ah, das heißt, Narey müssen wir ersetzen. Da wird Chiamera beginnen gegen Marseille. Auch nicht gerade einfach. Roglic steigt wieder ins Training ein. Vielleicht kann der die letzte Partie dann spielen. Schauen wir mal. Ne, Chiamera. Und mitnehmen werden wir Sandro. Sarmiento haben wir auch noch mit. Kolovos und Rogolic theoretisch. Dann lasse ich Sandro aber, glaube ich, auch daheim. Oder Gavrilovic daheim. Machen wir so. Schauen wir mal, wenn Rogolic die ganze Woche mittrainieren kann, vielleicht ist er Thema. Werden wir sehen. Aber recht wäre es mir natürlich. Sonst Kolovos. Schauen wir mal, was unsere medizinische Abteilung so sagt. Also, jetzt ist die Runde zu Ende. Ja, es ist nicht mehr viel möglich. Theoretisch könnten wir auf Platz 6 kommen. Dazu müssten wir aber beide Spiele gewinnen. Gerade gegen Marseille sehr, sehr unwahrscheinlich. Nach hinten werden wir im Worst Case Zehnter. Aber mit Platz 8 wäre ich eigentlich schon ziemlich zufrieden.
Das wollen wir natürlich auch schaffen. Marseille wird natürlich noch ein ordentlicher Brocken. 4-4-2-System ist das Ante Djoric. Ja, dass der sich entwickelt, war klar. Riesentalent. Ja, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal für diesen Part und im nächsten Part dann das Duell gegen Marseille. Also großes Match, wo es natürlich wieder heißt, dass wir bestehen müssen und hoffentlich wieder einen Punkt entführen können. Mal sehen, ob es klappt. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, Leute.